Tja. Ich habe Ihnen alles gesagt, Holmes. Sie haben recht. Jemand muss Lupin hereingelassen haben. Und das kann nur ich gewesen sein. Welch eine Schande. Dieser Halunke hat sich als Reporter ausgegeben und mich hinters Licht geführt. Ich war völlig blind. Er hat mir bei unserer ersten Begegnung sogar seine Karte gegeben. Hier, sehen Sie. Vielleicht ist das ein Hinweis. Also vorne, freier Journalist. Ist er Journalist ist? Keine Ahnung. Lupin. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Hä? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Hat er nicht so geschrieben? Ach Gott. Arsene. Sie hätten mir die Karte früher zeigen sollen, mein lieber Watson. Unser Gegner ist talentiert und mutig. Mehr als jeder andere Verbrecher, den wir gejagt haben. Mit einer Ausnahme. Und er hat uns tatsächlich schon wieder hereingelegt. Aber dieses letzte Abenteuer hat ihn etwas gelehrt. Wir waren vorbereitet und er musste improvisieren. Außerdem muss er ein Versteck in der Nähe gehabt haben, von wo aus er jeden unserer Schritte beobachten konnte. Dieser Mann ist ein Genie und sicher schon über alle Berge. Aber vielleicht hat er in der Eile einen Hinweis hinterlassen. Aber wir haben keine Ahnung, wo dieser Ort ist. Die Leute im Goldenen Löwen könnten etwas wissen. Aber das werden sie uns sicher nicht auf die Nase binden. In der Tat. Der Goldene Löwe ist nicht gerade der Ort, an dem wir verkehren. Es sei denn, wir bedienen uns derselben Mittel wie unser Gegner. Verkleidung. Was meinen Sie, Watson? Werde ich in dieser Verkleidung der Kundschaft des Goldenen Löwen gerecht? Unglaublich, Holmes. Aber was ist meine Aufgabe? Sie werden Schriftsteller, Watson. Schreiben Sie einen Brief an den Premierminister und bitten Sie um ein Gespräch mit dieser Person. Und schicken Sie eine Kopie an Lestrade. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Gewiss nicht, mein Lieber. Das muss Lupins nächstes Ziel sein. Ich muss mich einen Moment hinlegen. Ich zähle auf Sie, Watson. Wir sehen uns. Was soll ich machen? Mich hinlegen? Keiner auf der Straße. Umso besser. Watson meinte, meine Verkleidung sei überzeugend, aber ich muss mich versichern, dass sie vor einem schwierigeren Publikum bestehen kann, bevor ich den Goldenen Löwen betrete. Da, Sergeant Ruffles. Er wird eine ausgezeichnete Testperson abgeben. Hallo, alter Kumpel. Hey, Sie, kommen Sie her. Wenn jemand wie Sie einen Polizeibeamten grüßt, stimmt doch was nicht. Hier stimmt alles, Gesetzeshüter. Ich kenne Sie nicht. Wohl neu in der Stadt, was? Vielleicht aus Bloomsbury? Bin ich nicht. Doch, doch. Ich glaube, Sie haben etwas mit dem Raub in Sir Herman Grimbles Haus letzte Nacht zu tun. Der Anführer der Bande soll sich hier irgendwo verstecken und Sie wollen sich jetzt Ihren Anteil holen, was? Aber niemals, Herr Wachtmeister. Letzte Nacht war meine Tante krank und ich musste früh am Morgen 10 Kilo Kohlen schleppen, weil sie kalte Füße hatte. Und der Kohlenmann hatte nicht mal eine Tasche. Okay, das reicht. Passen Sie lieber auf. Ab jetzt habe ich ein Auge auf Sie. Mit Bravour bestanden. Da, dann nehmen wir mal rein. Tag, Meister. Haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Ich bin nicht die Auskunft. Bestellen Sie oder hauen Sie ab, klar? Tag, Meister. Haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Ich bin eine Geheimwand mit Ohren.
Wachmeister. Haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Ab, du Säufer! Tagmeister, haben Sie einen Kerl von der Zeitung gesehen? Pierce heißt er. Hey, mein Großer. Einer deiner Freunde? Klar doch. Er meinte, wenn ich etwas Handfestes hätte, wäre was für mich drin. Und ich hab was. Glaub mir, dafür würde er töten. Erzähl mir mehr. Ein echter Gentleman, dein Freund, hat sich wohl mit einem Typen bei Miss Flemings in der Malcolm Street getroffen. Ist eine Tür mit Blumen auf beiden Seiten. Hat sein Zimmer irgendwo im ersten Stock. Hey, komm doch vorbei, wenn er mit der Kohle rübergerückt ist. Wir könnten einen trinken und danach... Klar, Süße. Ich überleg's mir. Auf zur Malcolm Street, die ja irgendwo ist. Wo ist sie? Warum sollte ich dorthin gehen? The fucking Malcolm Street. Es besteht die Möglichkeit, dass Lupin und seine Komplizen immer noch hier sind. Ich muss mit absoluter Sicherheit wissen, hinter welcher Tür ihr Versteck ist, um die Ereignisse zu meinem Vorteil zu lenken. Verlängerter Schatten, schwacher... Die Fußspuren sind undeutlich, aber sie scheinen nicht von Arbeitsstiefeln zu stammen. Diese Fußspuren haben Größe 43. Mann, wer bist du denn? Hey, stell dich nicht so an. Ich suche einen Typen, den ich kenne, einen Schreiberling. Du kennst ihn doch, oder? Ich kenne niemanden. Hast ein ziemlich loses Mundwerk. Bist womöglich ein Spion. Ich? Ein Spion? Bäh. Hat er dir gesagt, wo er hin wollte? Hey Mann, der Typ schuldet mir was, verstanden? Ich bin erstmal untergetaucht. War eine große Nummer, verstehst du? Der Wirt im Löwen hat mir verklickert, dass die Bude seit einer Stunde leer ist und für die nächsten 3 Tage bezahlt wurde. Aber ich habe deinen Typen nicht gesehen. Hat vielleicht eine Kleinigkeit für mich in seinem Zimmer deponiert. Ich riskiere mal einen Blick, in Ordnung? Keine Chance, Mann. Aber wenn du auf Kohle aus bist, sag Eddie, dem Wirt im Löwen, dass es 2x so viel ist, wie ich dachte, und dass Little Sam aus dem Rennen ist. Er kann ja mit diesem Idioten aus Chelsea sprechen. Jetzt zieh Leine und kein Wort. War sonst dein letztes. Ich habe ihn erkannt. Es ist Rumpkin, ein bekannter Einbrecher. Ich muss einen Weg finden, ihn rauszulocken, damit ich sein Zimmer durchsuchen kann, ohne die Polizei zu alarmieren.
Deren Eingreifen würde einen Aufruhr verursachen und jegliche Hinweise wären zerstört. Ich muss nachdenken. Bist du Eddie? Für dich immer noch Mister. Komme gerade von Mrs. Flemings Mieter, Rumpkin. Kennen Sie ihn, Mister? Sch, nicht so laut. Warum so nervös? Ist doch weit und breit kein Gesetzeshüter zu sehen. Braucht trotzdem niemand zu wissen. Einer meiner Kumpels gehört zu Luigis Bande. Sie suchen Rumpkins Versteck. Wenn sie herausfinden, dass er bei mir gewohnt hat und wir Geschäfte machen, bin ich erledigt. Und du auch. Vielleicht sollte ich Luigi stecken, wo er Rumpkin findet. Und er spuckt ein paar Schilling dafür aus. Wie klingt das? Hör zu, du kleine Ratte. Luigi und Rumpkin hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Eine Sache zwischen Ehrenmännern. Jedenfalls kann sich Rumpkin in der Gegend nicht mehr blicken lassen. Also kam er heimlich her und meinte, er habe groß abgeräumt. Wollte mir einen Teil der Beute abgeben, wenn ich ihn raushaue. Halt einfach die Klappe, dann gehst du auch nicht leer aus. Abgemacht. Was soll das denn? Rumpkin scheint noch nicht bereit, sein Versteck aufzugeben. Unwahrscheinlich. Allein die Vorstellung eines gestreiften Halstuchs und er hat die Hosen voll. Gestreiftes Halstuch? Was hat es damit auf sich? Das Erkennungszeichen von Luigis Bande. Alle tragen so ein Ding und es sind mysteriöse Bilder drauf. Diese Tücher zusammen mit ihren langen Messern sind ihre Markenzeichen. Wenn so ein Typ vor einem steht, sollte man ihm besser aus dem Weg gehen. Also, was lässt Rumpkin mir ausrichten? Er sagte, es ist mehr als 10-mal so viel, wie sie dachten. Und sie sollen Little Sam, den Kerl aus Chelsea und so viele Männer wie möglich mitbringen, okay? Um Mitternacht. Wirklich? Hervorragend! Schon in Arbeit! Das könnte noch nützlich sein. Hör ab, du Säufer! Dieses Tuch von der Größe eines Schals könnte vielleicht praktisch sein. Das könnte noch nützlich sein. Jetzt die Frage, muss ich mich verkleiden oder kann ich das irgendwie so bei dem einfach vorzeigen? Nein, ich muss ihn irgendwie heraus. Jetzt komm ich nicht hin. Was ähnelt am ehesten einem in Wein getränkten Tuch? Ein anderes in Wein getränktes Tuch. Nein, ich muss ihn irgendwie herauslocken. Warum sollte ich dorthin? Perfekt, er hat nichts gemerkt.
Hör ab, du Säufer! Jetzt auch nur Zufall, dass ich das noch entdeckt habe. Ich bin's. Ich hab Eddie gesehen. Ah. Du hast 5 Sekunden, das Ding hinzulegen. Wir können beide heil aus der Sache rauskommen, ohne dass Luigi etwas davon erfährt. 1, 2... Okay, erzähl schon. Gut. Schnapp dir eine Tasche und verschwinde so schnell du kannst. Ich behalte den Rest. Und nimm besser die Baker Street. Der Rest der Truppe wartet auf der anderen Seite. Okay, aber wir sehen uns wieder. Darauf kannst du Gift nehmen. In exakt 13 Sekunden macht er mit Sergeant Ruffles Bekanntschaft. So, was haben wir hier? X25. Rumpkin muss dieses Papier verloren haben, als er ging. Das ist zweifellos die Beute von dem Einbruch bei Herman Grimble vor kurzem. Ich habe ihn seit dem Abenteuer des silbernen Ohrrings nicht gesehen. Er würde sich freuen, mich wiederzusehen, besonders wenn ich sein gestohlenes Eigentum zurückbringe. Bestimmte Teile vom Holz scheinen mit Silberfarbe angemalt zu sein. Es ist starkes Holz, kein Staub darauf. Gehen wir zurück zur Baker Street. Baker Street. Endlich, Holmes. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Alles in Ordnung, Watson. Mir ist zwar kein großer Fisch ins Netz gegangen, aber ein paar kleinere zappeln durchaus in meiner Tasche. Ich habe die Briefe verschickt, um die Sie gebeten hatten. Ich kann es gar nicht fassen. Glauben Sie wirklich, dieser Gauner wagt es? Ja, das glaube ich, Watson. Aber darüber sprechen wir später. Vor mir liegt eine kleine Aufgabe, die meine ganze Konzentration erfordert. Ich möchte Sie bitten, Scotland Yard aufzusuchen. Informieren Sie die Behörden, dass sich die Beute aus Sir Grimbles Wohnsitz in einem von Mrs. Flemings Zimmern befindet. Hinter der 2. Tür zur Linken, um präzise zu sein. Den Täter haben Sie bereits dingfest gemacht, aber wenn sich die Beamten bis Mitternacht gedulden, werden Sie dort die meistgesuchten Hehler Londons finden. Mit der Hand in der Keksdose. In den Keksdosen, besser gesagt. Wie Sie wünschen, Holmes. Danke, Watson. Ich werde mich derweil neuen Hinweisen widmen. Welche Geheimnisse stecken hinter diesen Stücken silbernen Holzes? Ich brauche etwas. Welche Geheimnisse stecken... Ach du Scheiße. Wie funktioniert denn das? Welche Geheimnisse stecken? Aus entlang der oberen Reihe. Die längsten senkrechten Stücke gehören in die untersten Reihe und die kürzesten. Ich uns einfach die Stücke zu verwenden. Die längsten gehören in die unterste Reihe und die kürzeren in die darüberliegenden Reihen. Hey.
Welche Geheimnisse stecken hinter... Oder ist noch einer? Ja, übersehen. Da ist noch einer. Das ist ein bisschen komisch. So. Das sieht auch gut aus. Ein Käfig. Mit dieser Lackierung sieht das Holz fast wie Stahl aus. Er sagt mir nicht viel. Ich habe den Auftrag, dessen wegen Sie mich zur Polizeiwache geschickt hatten, ausgeführt. Bei meiner Rückkehr gab mir ein Bote diesen Brief, in dem wir um ein Treffen mit dem Premierminister morgen früh im Buckingham-Palast gebeten werden. Morgen früh? Das ist spät, doch nicht zu spät. Jedenfalls gibt uns das etwas Zeit, mir zum Nachdenken und Ihnen zum Ausruhen. Sie wirken betrübt, Watson, und wir müssen morgen Zuversicht ausstrahlen. Unser Publikum ist äußerst kritisch. Mr. Holmes, der Premierminister ist im weißen Salon am Ende des Flurs rechts. Er hat angeordnet, Sie sofort zu ihm zu bringen. Ja dann, ich laufe hier mal. Das ist doch bestimmt am Ende des Flurs rechts. Reinzugehen, ohne eingeladen worden zu sein, würde als Verrat angesehen werden. Lass
Lassen Sie mich. Ich will niemanden sehen. Ich bin nicht salonfähig. Hm. Geschlossen. Ah, welch ein Glück. Mr. Holmes und Dr. Watson sind da. Treten Sie ein, Gentlemen. Verzeihung, Herr Premierminister. Frühstücken die Herren mit Ihnen? Danke, nein. Wir haben bereits gefrühstückt und die Zeit drängt. Nach dem Lesen Ihres Briefes, Gentlemen, wurde mir klar, dass das Ersuchen einer Audienz bei Ihrer Majestät etwas mit dem flüchtigen Einbrecher in London zu tun hat. Ich habe sofort reagiert, obgleich ich das Ziel des nächsten Raubs nicht kenne. Außerdem habe ich die Sicherheitsvorkehrungen bezüglich Ihrer Majestät verstärkt, soweit es mir möglich war. Also gar nicht. Wie bitte? Es ist so, dass ich in diesen Mauern absolut keine Macht besitze. Und so hat sich mir in Bezug auf die Organisation der Sicherheitsvorkehrungen um Ihre Majestät ein unüberwindliches Hindernis in den Weg gestellt. Ihre Majestät höchst selbst. Haben Sie ihr wenigstens erklärt? Sie hat mich nicht einmal empfangen. Ihre Majestät ist aus irgendeinem Grund schlecht gelaunt und empfängt niemanden. Ich bleibe hier für den Fall, dass sie ihre Meinung ändert und regle währenddessen die Angelegenheiten des Landes von diesem Zimmer aus. All meine Berater sind in meinem Namen an den wichtigsten Orten Londons unterwegs. Einer sogar im Oberhaus, damit das Parlament Ihre Majestät vielleicht dazu bewegt, mich zu empfangen. Das könnte Tage dauern und die haben wir nicht. Mehr kann ich nicht tun. Also, Holmes, hinter was könnte dieser Franzose her sein? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es hat mit Ihrer Majestät zu tun. Es ist zu erwarten, dass er sich ihr nähern, sie vielleicht sogar ansprechen wird. Völlig ausgeschlossen. Dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Natürlich müssen wir ihn davon abhalten. Sagen Sie bitte, was ist das für ein Geruch, der von dem Fleck an Ihrer Hose ausgeht? Das war Robila, der Hund der Gefährtin Ihrer Majestät. Leomunda ist nett, doch Ihr Hund ist ein Teufel. Ich kam heute Morgen sehr früh an und bin auf dem Divan eingenickt. Und so hat mich dieses Mistvieh geweckt. Hüten Sie sich vor diesem Köter. Er hat Zugang zum gesamten Palast und hasst jedermann. Ich habe nach frischen Hosen geschickt, doch ich glaube, da kann ich lange warten. Wenn es etwas gibt, das wir tun können, Herr Premierminister? Das können Sie in der Tat. Besorgen Sie mir unverzüglich eine neue Hose und überbringen Sie die Briefe. Die Adressen, wo sie abgegeben werden sollen, stehen auf den Umschlägen. Vor dem Palast steht eine Kutsche zu Ihrer freien Verfügung. Sehr wohl. Mein lieber Watson, Sie sind zum Diener der Nation geworden. Ansehnlich. Doch ich schließe mich Ihnen nicht an, denn vielleicht kann man Ihre Majestät doch noch aufheitern und so wertvolle Zeit gewinnen. Viel Glück, Holmes. Meine Arbeit ruft, doch ein Erfolg Ihrerseits käme uns allen zugute. Sagen Sie, Watson, worauf warten Sie? Königliches Geleit? Später, Holmes. Ich habe zu tun. Dann schauen wir mal. Wenn sie frisch ist, sobald sie sich... Futter für den Hund. Verzeihung, Herr Premierminister. Dürfte ich mir kurz Ihre Brille borgen? Wie bitte? Meine Brille? Sind Sie auch kurzsichtig? Aha, deswegen die Lupe. Hier, ich mache ein kurzes Nickerchen. Aber nicht kaputt machen, verstanden? Verzeihung. Chauncey, Sir. Zu Ihren Diensten. Soweit ich weiß, ist Ihre Majestät heute etwas gereizt. Kennen Sie möglicherweise den Grund dafür? Bedauere, doch die Gemütszustände Ihrer Majestät sind vertraulich. Hören Sie, ich wage nicht bloß aus Neugier.
Der Grund, weshalb nicht nur der Premierminister, sondern auch ich, Sherlock Holmes, der große Meisterdetektiv hier bin, ist, dass Ihre Majestät in großer Gefahr schwebt. Die Gefahr ist akut und geht von einem völlig skrupellosen Mann mit machiavellistischen, absurden Vorstellungen aus. Und obendrein ist er Franzose. Franzose? In der Tat. Und alle, die sich angesichts dieser Gefahr von jenseits des Kanals um den Schutz ihrer Majestät bemühen, sind wahre Patrioten. Ein Soldat, ganz wie die tapferen englischen Krieger, die mit erhobener Waffe Napoleon niederstreckten. Tun Sie es Ihnen gleich, mein Freund. Reden Sie. Also gut, Ihre Majestät hatte einen Streit mit Ihrer Gefährtin und Vertrauten Lady Leomunda. Es ging um ein Geschenk, das Ihre Majestät Leomunda gegeben hatte. Was für ein Geschenk hat Ihre Majestät Ihrer Freundin gegeben? Ein Puppenhaus. Lady Leomundas Leibkoch und Dienstmädchen wurden sofort entlassen, doch das genügte Ihrer Majestät nicht. Und so sind die beiden noch immer zerstritten. Mehr weiß ich nicht. Was? Könnte ich mit Lady Leomunda sprechen? Auch sie empfängt keinen Besuch. Haben Sie Dank, mein Freund. Lord Robila hat heute Morgen sein Frühstück verweigert. Jetzt hat auch er schlechte Laune. Und Lady Leomunda ist verärgert. Schlimmer konnte es nicht kommen. Ich habe sein Mahl weggeworfen. Es ist nicht mehr zu retten. Deirdre, holen Sie beim Metzger ein Stück rohes Fleisch. Dämonen lieben Blut. Was ist denn so besonders an Lord Robilas Mahl? Ich weiß es nicht. Aber er frisst nichts anderes. Ich wünschte, ich wüsste das Rezept. Ich glaube, es enthält Schokolade. Gott. Danke, mein Freund. Sie gestatten, dass ich mich zurückziehe, Sir? Durchaus. Ich muss Lord Robillards Essen, sprich das Futter für Lady Leomundas Hund, zubereiten. Würstchen, ich muss wissen, welch... Da ist etwas drin. Boah, was für ein fauler Gestank. Würstchen. Würstchen. Das könnte noch nützlich sein. Was war das? Ein Löffel? Marinierte Anchovis. Ich muss wissen, welche Zutaten ich verwenden muss.